So, und zwar, ich fahre Jeremy Fragrances Ferrari. Ich bin sehr gespannt, wie Jeremy seinen Ferrari fährt. Glaubt ihr, Jeremy, mal kurze Abstimmung, glaubt ihr, Jeremy ist ein Sonntagsfahrer, der so richtig langsam fährt und sich an die Geschwindigkeit hält, oder der so asozial brettert? Raser? Asozial? Asozial? Der wird so kicken, okay? Ja, wegen Power und Kraft vielleicht, ne? Könnte man meinen, könnte man meinen. Let's go. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich fahre Leute und herzlich willkommen Ich fahre Leute. auch an meinen heutigen Gast. Ich freue mich sehr. Er bedankt sich Jeremy noch. Fragrance. Ja, okay. Power! Einfach mal ausrasten. Geht, Digga, mit seinem Ferrari lauter als der Auspuff. 458 Italia. Kommt jetzt ein Carporn? Einfach wirklich Jeremy Fragrance auf sein Auto geschrieben. Zu hart. JF, Justin Fuchs. Hey Jeremy, steht das JF für Justin Fuchs? Einfach lustig. Das Auto hat natürlich Klasse, ne? Ist das der 4, ja, 458, okay. Das ist der, den Aschraf hat, oder nicht? 458 Italia? Ne, Aschraf hat 458 Spider. Bro, das ist wirklich zu motiviert. Ich hätte mir das nicht aufs Auto gemacht. Felgen nice. Hat was. Was kostet der? 200, 210, 160, 150, 190? Okay, also irgendwas anscheinend zwischen 150 und 190k. Okay, krass. Ich hätte gedacht, ja, wobei, das ist. Von wann ist der? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Ferrari ist halt irgendwie zeitlos. Das kommt einem nicht so vor, als ob der schon älter ist, aber es ist ein krasser Wagen. Ah, der hat hier hinten auch nochmal Jeremy Fragrance. Okay. Ach so, du kannst den Motor aufmachen. Ich dachte jetzt doch Cabrio. Kommt einmal rum, Leute. Kommt einmal rum. Boah. Wow. Überall das Pferdchen hier. Cavallino Rampante heißt das Ding. Geil. Hier so ein richtig. Das ist keine Folie. Das ist so richtig so ein Wappen hier, ne? Number one. Wow. Golden Rolex, Red Ferrari. Number one. Ich hatte immer Okay. Bock, Number one zu sein. Also mag ich mich auch gern mit Dingen identifizieren, die in ihrer Disziplin Number one sind. Roter. Okay, goldene Rolex. Rose Gold Skelly. Ferrari. Was? Auch Sauger. 570 PS. Ihr könnt da 570 PS? Wie der McLaren 570S. Verschiedene Rennfahrer fragen, die sagen euch alle, das ist affengeil. Und jetzt nicht die, die immer neu rauskommen. Auch wenn ich Ferrari liebe, aber ich finde, die produzieren ein bisschen zu viel im Moment. Alles Turbo und ist jetzt eine Und Aktiengesellschaft. Hybrid, ja. Und nicht ja, mehr Pi. Muss, sorry. Aber ich sag ehrlich, ich finde das nicht schlimm, dass Ferrari neue Autos hat. Guckt euch mal den F8 Tributo. Guckt euch den mal an. Bro, das ist ja geisteskrank. Der ist ja unfassbar nice. Hinten nicht so geil. Ja, von hinten finde ich den auch nicht so hart. Aber von vorne so geil. Aber das ist ja bei den meisten Autos so, dass vorne nicer ist als hinten. Noch sexual. Kommt mal rum, Leute. Hier seht ihr es auch. Pininfarina, ganz, 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 ganz bekannter Designer. Wir sehen hier, das erkennt ihr an diesen Musterung, du hast hier Keramikbremsen, ne? Minimal tiefer gelegt und minimal die Spur verbreitert. Das Ja, auch wichtig, habe ich auch beim Rolls gemacht. Sieht man hier. Das war so dieser Service, irgendwie so Dingsbums. Und affengeil, weil das soll nicht assi aussehen, aber wenn er so minimal tiefer ist und minimal breiter, saugeil. Das kombiniert mit dem Sound, das ist Kommt mal hier Weltklasse. rum, Leute. Wir haben hier, wie man zum Beispiel auch vom Huracan kennt, einen Motor, der hinter dem Fahrgast sitzt oder den Ja. Fahrgästen. Rote Zylinderköpfe und der Sound ist wirklich einfach affengeil. 4,5 Liter V8 Sauger, 570 PS, dreht bis 9000. Affengeil, wirklich neue Wave. 9000. GT3 RS zum Beispiel ist auch so ein Drehzahlmonster für viele. Der dreht, glaube ich, bis 8,5. 9000 ist krank für ein V8. Sehr, sehr, sehr geil. Ganz coole Sache. Wir müssen abdüsen. Ja, wir müssen loslegen. Leute, wir fahren jetzt los und Okay. ja. Power. Tschüss. Wow. Oh, geil. Geil, 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 geil. Ja, da ist wie gesagt auch weicher Federungsknopf hier. Ja. Und da kannst du auch über so Schotterpisten hier düsen. Ja. Alter. Ah, okay, wir wissen, was Jeremy für ein Fahrer ist. Ja. What? Ja, es ist Das total ist ja smooth. unfa. Wie weich ist der denn? Ja, ich zeig dir gleich mal. Ich fahre den übrigens immer im Wet Mode. Boah, Leute. Im Wet Mode? Das ist ja unfassbar. Also wirklich, ich bin ja schon im Huracan Evo mitgefahren.
Und das hier ist so komfortabel. Alles auf dem Fahrer abgestimmt. Du siehst hier, das ist keine Spielereien wie bei Lamborghini. Ja, okay. Jeder redet sich natürlich sein Auto immer schöner, ne? No front an Arschloch, ne? Ich würde mir auch jetzt nicht, nachdem ich den zurückgegeben habe, nochmal ein Lamborghini holen, ne? Aber ich finde das Interface von Lamborghini ein bisschen nicer, weil mich catcht das mehr, wenn das so komplett digital ist. Dann hast du in der Mitte noch irgendwie einen Bildschirm oder ein paar Knöpfe und so. Hier, das ist mir alles so ein bisschen zu rustikal. Auch kein Front an Jeremy, klar. Aber ich finde persönlich Lamborghini Interior besser als Ferrari Interior. Hier so ein Torpedo-Knopf und hier Ab geht's-Knopf, weißt du? Den Ab geht's und Torpedo-Knopf, genau. Wir machen hier alles auf dem Fahrrad zugeschnitten. Der Blinker ist hier, die Hupe ist hier. Oh, geil, Leute, guck hier. Das Manettino, so sagt man dazu. Wahnsinn. 458 Italia, da steht's, Leute. Das Geile ist natürlich auch, da das nicht turbogeladen ist, immer beim Runterschalten kommt der geile Sound. Und ich mochte auch den Fiat. Ja, das kriegen aber auch viele Turbos hin. 30, aber das ist hier Doppelkopplungsanlage. Ja. Und aber Sound klingt auf jeden Fall sehr geil bisher. Die ist viel weniger anfällig. Also, wenn man das Auto sich leisten kann, ist das eigentlich gar nicht mehr so teuer im Unterhalt. Okay. Weil der Wertverlust ist nicht bestehend. Ja, ist kein Wertverlust. Stimmt, das gilt. Das ist bei Ferrari echt krass. Ja. Ne? Und ich habe Kosten. Ich mir auch sagen lassen. Wenn du ein Auto für 150 holst und kannst einfach für 150 wieder verkaufen, schmeckt. Ne? Losen Service sowieso, weil da so rechts oder links? Ja, rechts, genau, sorry. Oh, da kommt ein Tunnel. Oh, wir dürfen natürlich nicht zu viel Gas geben, aber. Schmeckt. Und so. Geil. Mega. Also ich muss sagen. Geil. Wirklich, also auch krass, wie anders der ist im Vergleich. Zum ersten Mal ist Jeremy normal drauf. Ja, irgendwie gefällt mir sein Mut hier. Gleich zum Huracan. Ja. Also der Huracan, den finde ich viel mehr in your face. Weißt du, also Huracan ist so Zuhälter, breit gepumpt auf Testo. Und der Ferrari, der ist so ein Mafiosi, weißt du? Weißt der ist so ein bisschen so. Weißt du, was mir an Lambo nicht so gefällt wie an Ferrari? Sag. Lambo ist ja im Prinzip aus Hass auf Ferrari entstanden. Stimmt, ja, genau. Und wenn etwas auf Hass oder auf Neid gebaut ist. Ja, okay, die haben ja damit angefangen. Aber ich denke jetzt nicht, dass sich, wenn Lambo heute designt wird, die sich denken: oh, Ferrari. Ich nenne ihn Huracan. Ferrari. Ich glaube, das ist jetzt nicht der Fall. Also kann sein, dass es vielleicht früher so war. Finde ich, das ist kein gutes Fundament. Ferrari, Enzo Ferrari hat, soweit ich mich erinnere, Ferrari gemacht, um sein Land Italien Ehre zu erweisen. Alter Schwede, zieh dir das Statement mal rein. Das ist krass, das ist eine geile Motivation. So rot und prachtvoll und so, das ist geil, Alter. Number one. Mega. Number one. Das ist Ansichtssache, sage ich ehrlich. Also ich würde Jeremy jetzt auch nicht in einem McLaren sehen, ne, aber... Was soll ich dir sagen? Die Engländer, ne? Ich glaube nicht, dass da irgendwie Hass im Spiel war, aber der ist trotzdem sehr, sehr böse. Die Story bei dem Auto ist auch was Besonderes, weil ich habe den vor 2 Jahren ungefähr angefangen zu finanzieren. Mm. Und das war... Gut, das hat mich auch interessiert, wie Jeremy sich den finanziert. Jetzt werden wir aufgeklärt. Ziemlich teuer. Ja. Und dann habe ich den irgendwann nicht mehr halten können. Ja. Kurze Zeit, also 2 Jahre später, habe ich mir den im Prinzip bar online gekauft, als ich in Miami an meinem Laptop war. Okay, das heißt, das ist noch der vom Anfang und hat er dann den 3 Monate, sage ich mal jetzt als Beispiel, nicht bezahlt und musste dann zurückgeben und hat denselben dann gekauft? Oder ist das ein anderer, der hat einfach auch nochmal Jeremy Fragrance aufgemacht? So eine echt Success-Story. Und dann habe ich mir Apartments gekauft. Das ist also auch eine tolle Symbolik. Also habe ich mir Apartments gekauft. Okay. Mein Ferrari, den ich schon mal hatte, den hatte ich zwischendurch verkauft. Ich mache mal Race an. Ja. Dann siehst du, wie sich direkt die Federung ändert. Merkst du? Ja. Und das ist immer noch weicher als der Huracan. Ja, es ist tipptopp. Aber mein Kollege, der sagte auch, der nimmt sein Ferrari nicht jeden Tag aus der Garage, weil irgendwann nutzt du es zu sehr aus. Ja. So wie du deine Freundin, sag ich mal, ausnutzen kannst für Sex oder... Was? Das kam gerade sehr unerwartet. Essen ausnutzen kannst für den Genuss. Ja. Und den nutze ich eigentlich eher, wenn ich mich sozusagen belohnen möchte nach einem knallharten Arbeitstag. Ja, also ich muss sagen, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde fast sagen, ich bin eher dann auch Ferrari-Guy als Lambo. Muss ich sagen. Also Lambo auch mega geil, aber irgendwie das
Okay. Also der findet den Ferrari besser als den Huracan Evo. Ich finde von außen, die Autos sind so unterschiedlich, finde ich beide gleich schön. Von innen 100% Lambo. Und vom Fahren kann ich mir auch vorstellen, dass Lambo vielleicht ein bisschen mehr bockt, weil der halt krasser vorankommt, weil der hat halt auch ein Allrad. Ne? Wenn du Leerlauf machen willst, einfach beide gleichzeitig, bumm. Und dann am besten parken, drücken. Ach geil, stimmt. So nicht weg. Du hast ja keinen Leerlaufwahlhebel hier, ne? Nee, nee. Ersten Gang lege ich einen. Einfach rein damit, ja. Das ist auch geil. Lieber Lambo. Okay, und ab geht's. ja, geil. Blinker. Das ist halt geil. Das ist alles am Lenkrad. Die Ach so, du hast Blinker links am Lenkrad, Blinker rechts auf der anderen Seite. Bei Lambo hast du beides links und kannst dann wie bei so einem Roller nach links und rechts den Finger bewegen. Du bist auch am Lenkrad. Ja, ja. Also vor allen Dingen da halt außen. Gib's zu, es ist arschgeil, oder? Es ist sehr geil. Oh ne, das mit der Hupe feiere ich gar nicht. Wenn jemand dumm fährt, no joke, dann muss man auch einfach mal auf die Hupe schlagen und den anhupen. No joke, ich bin viel, also oft und gerne am Hupen, ne? Aber da das jetzt auf den Finger umzusteigen, weiß ich nicht. Man muss da manchmal auch einfach so Wut rauslassen. Es ist ein roter Ferrari, Baby. Ah, ja, sehr schön. Und bis 9000 drehen, das ist einfach so sexy. Und wir sind im Wet-Mode. Also der ist ganz smooth und relaxed und weiche Federung. Das ist echt so ganz relaxter Mode. Ja. Ja, komm, Alter. Korrekt, Bruder. Geil. Geil. Hey. Ciao, Alter. Einfach nur affengeil. Ja, geil, oder? Wenn du Ferrari nehmen würdest, welche Farbe? Boah, safe, rot, gelb, vielleicht weiß, ich weiß nicht. Aber rot oder gelb? Yellow Ferrari like Pikachu. Auch geil. Boah, das ist ein Tisch. Der ist ganz krass. Gibt's nichts Besseres. Danke dir, Jeremy. Faustball haben wir gegeben. Wir kommen jetzt zur Bewertung, Leute. Ja, lass. Und die beginnt wie immer mit der Kategorie Aussehen der Ferrari 4. Aussehen von draußen. Was gibt man dem? 9 von 10, würde ich sagen. Super aus. 50 Italia ist wirklich eine Schönheit, aber ich muss sagen, dass so ein kleines Detail am äußeren Erscheinungsbild, ich weiß nicht genau, was es ist, mir so nicht so 100% gefallen hat. Vielleicht sind es die Felgen. Meinem persönlichen Eindruck nach ist dieser Wagen beispielsweise nicht bedeutend schöner als der Porsche von Marc Gebauer, der 911 GTS, und deswegen gibt es hier 8 von 10 Punkten. Sehe ich nicht so. Also wenn man sich die Jeremy Fragrance Sticker da wegdenkt, 9 von 10 würde ich geben. Dachte ich zumindest beim ersten Anlauf, dann habe ich mir das Material nochmal angeschaut und habe mir gedacht, Bruder, das Ding ist so geil, 9 von 10 im Mund. Die Beschleunigung ist wirklich amtlich und das auch ohne Turbolader. Amtlich. Sonny Black und die Scheiße hier ist amtlich. Deine Mutter sitzt mit einem Weizenbier am Stammtisch. Ganz klassisch. 0 auf 100 in 3,3 Sekunden. Das ist ganz knapp an den 10 von 10 vorbei und gibt folglich 9 von 10 Punkten. Die Coolness ist über jeden Zweifel erhaben. Boah, Coolness? Der hat Stil. Ich würde sagen, dass der sehr stilvoll ist, aber nicht unbedingt cool. Ich würde zum Beispiel sagen, ein Lambo ist cool, ein McLaren ist cool. Und Ferrari ist sehr stilvoll, elegant. So, das sind so unterschiedliche Klientele, die man anspricht. Es ist ein Ferrari und es gibt einfach 10 von 10 Punkten ohne Reden. Die Praktikabilität ist mager, großer Tank ja, relativ großer Frontkofferraum ja. Deswegen gibt es auch mehr Punkte, als der Huracan bekommen hat. Der Huracan hat 2 von 10 bekommen. Dem 458 fehlen aber zum Beispiel die Rücksitze, die 911er noch hatten. Und dementsprechend gibt es hier 3 von 10. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich überraschend gut. Wie Jeremy schon meinte, der Wertverlust ist praktisch nicht existent für diese Modelle. Das ist unglaublich. Dementsprechend kann man, wenn man entweder reich oder wahnsinnig ist, sich ein solches Auto kaufen und mit relativ wenig Wertverlust und kostenlosen Inspektionen, solange der Wagen relativ neu ist, quasi nur für Versicherungs- und Spritkosten das Auto fahren. Auch wenn es absurd klingt, entsprechend viele Punkte muss ich hier geben. 6 von 10. Und schließlich ein Punkt. Komfort. Der Ferrari ist natürlich nie dafür ausgelegt geworden, ein besonders komfortables Fahrzeug zu sein, aber gerade im Vergleich mit dem Huracan hat mich dieser Wagen extrem überrascht, wie weich seine Federung sein kann. Ich hatte echt quasi nie den Eindruck, von dem Auto genervt zu sein, und das bedingt einfach mehr Punkte. Deswegen gibt es für den Komfort 4 von 10. Ja, ist in Ordnung. Ne? 10. Am Ende kommen wir damit auf 41 von 60 Punkten und auf Platz 5 insgesamt. Was für bisher gewonnen? Also der Beste war bisher AMG GT 63S Viertürer. Coolness 10 von 10. Hatte nur der Ferrari. Ach ne, und iCrimex Lamborghini Huracan. Nissan GT R 35 10 von 10. Porsche 10 von 10. Ferrari 9 von 10. Aber ist der Huracan Evo nicht genauso schnell wie der Ferrari? Doch, deswegen haben die auch die gleiche Punktzahl. Genau. So.